Ja, hallo, oder hier. Ihr wollt ein kleines, nettes, idyllisches Hotel? Dann seid ihr hier bei mir genau richtig. Ich zeige euch eins, nämlich das hier. Resort M in Bangkok. Ich zeige euch heute eine kleine Oase hier in Bangkok. Es ist jetzt Anfang März. Ich bin gerade vor ein paar Tagen von Australien gekommen, von meinem ersten Trip. Und habe jetzt hier in Bangkok, ich suche jetzt ein Kondo, damit ich monatlich übernacht, weil hier ist ein kleines Hotel, Resort M Bangkok. Da vorne ist die Sukhumvit, die Skytree BTS on Nut. Und ich zeige euch jetzt mal das kleine Hotel hier. Kostet zwischen 400 und 500 Baht, je nach Bungalow. Hier sind die Anfangsbungalow. Hier können dann die Autos parken. Ist also so eine kleine Oase in Bangkok für einen schmalen Geldbeutel. Ist wirklich nett hier. Es ist kein Gärtner hier, das muss man also sagen. Es gibt keinen Gärtner. Die Anlage ist ein bisschen, könnte gepflegter sein, sagen wir mal so. Hier sind die Bungalows. So, hier ist ein kleiner Pool. Kann man schwimmen. Die Anlage hat so circa 20 Bungalows. Hier wird gerade sauber gemacht, innen drin. Also wirklich eine kleine Oase mitten in Bangkok. Hier seht ihr nochmal, sind die Bungalows. Das sind größere Bungalows, da können zu 4 zu 5 Leute rein, in die größeren Bungalows da. Aber vollkommen ausreichend, selbst der Pool. Am Anfang war er nicht sauber, jetzt habe ich ihn sauber gemacht. Bitte, das sind die großen Bungalows. Für ein paar Tage ist das okay, 4, 5 Tage, bis ich ein Kondo gefunden habe. Bis ich hier irgendwo in der Nähe von der Sukhumvit ein Apartment gefunden habe. Ne? Aber ganz nett hier. Und wie gesagt, es ist Mitte in Bangkok. Man läuft 10 Minuten bis zu der BTS. Und es ist absolut ruhig, eine absolute Oase. Ein Nachteil hat das Ganze hier, ein kleiner Nachteil. Es hat unheimlich viel Moskitos. Wirklich wahnsinnig viel Moskitos. Aber das liegt vielleicht daran, dass es nicht so gepflegt ist. Man sieht es, ja, schau doch mal. Da fehlt ein Gärtner. Wenn von den Blüten, was da runterfallen, da kann man nichts sagen. Das ist ja normal. Da kann man also wirklich nichts sagen. Ja, aber bis ich was anderes gefunden habe, ist das ganz okay hier. Wie gesagt, ich will ja, weiß noch nicht, was ich dann mache. Ich suche ein Konto, von dem ich dann aus, da bezahle ich dann halt vielleicht 10.000 oder 12.000 Baht im Monat und von dort gehe ich dann auf meine Reise. Ich will wieder nach Australien, weil das war so super. Gut, Bruce Springsteen ist ja klar, dass das super ist. Aber allein Australien ist wirklich eine Reise wert. Es ist fantastisch, was ich dort in den 4 Wochen, wo ich drüben war. Ich war ja vom 2. Februar bis zum 3. März, ja. Jetzt haben wir den 7., ja. Bis zum 3. März war ich drüben. War super, war echt klasse. Aber seht ihr, hier ist ruhig. Man ist zentral. Und ist trotzdem ruhig, angenehm. Ja, zeige ich jetzt kurz noch das Zimmer. Auch das ist ganz angenehm. Hier, schau dir mal. Ein Fernseher, Klimaanlage. Alles so, was man braucht. Ein Kühlschrank. Wasserkocher, wenn man Kaffee machen will. Für eine oder zwei Personen optimal. Toilette. Auch wunderbar, heißes Wasser,
Wie gesagt, optimal. Wie gesagt, das Einzigste, die Schnake. Die viele Schnake, ja. Ja, aber sonst ist es okay. Für ein paar Tage. Ich meine, wenn jemand ein Hotel sucht, was ruhig ist und wirklich wie eine kleine Oase, ist er hier genau richtig. Zwischen 400 und 500 Baht kostet so ein Apartment. Die größere natürlich mehr. 350 Baht sind 10 Euro. Was will man da sagen, ne? Also, hat mich gefreut, dass ihr mir zugeschaut habt. Okay, ciao.